Wo bist du? Ich auf dem Pferd. Nee, ich hab gedacht, ich hab's eilig. So. Das ist diese Geschwindigkeit. Ah ja. Bin ich falsch gefahren oder was? Ja. Ja. Den Rest können wir auch laufen, das sind nur noch knapp 200 Meter. Ja, du bist Bösegewicht, oder? Ja. Ach, die auf dem Pferd. Ja. Wir gerade noch fallen sehen. 736 Meter dahin? Nein, anderes. Hier, Baba. Oh. Links. Oh. Hier. Warte, bin auf dem Weg zu dir. Ja, ich stehe hier rum. Wo bist du? Ich auf dem Pferd. Nee, ich hab gedacht, ich hab's eilig. So, ah, hier. Eine Krokodilfarm. Philly, ich halte die Spannung nicht mehr aus. Wonach suche ich? Ein Krokodilkopf, Heldin. Du weißt schon, so ein Hut, wie ein Maskottchen. Das ist echt wichtig. Ich wusste, ich hätte nicht fragen sollen. Genau. Mach einfach, was du am besten kannst. Warte. Das kann doch Champagne machen. Ach so, oh, Entschuldigung, ja. Nicht so schlimm, da muss noch einer sein. Da. Yo, Mio! Schnapp zu! Scheiße, die kommen nicht weit. Okay. Hier! Mhm. Yay! Samida. Unglaublich. Monedas gab es erstmal. Und hier sind die Krokodilköpfe. Ich habe einen Segen für uns bekommen. Sehr schön. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was Philly mit dem Kopf vorhat. Wir nehmen alle mit. Ja, klar. Bei den ganzen Soldaten. Oh, wollen wir den Schatz auch gleich suchen, wo wir schon hier sind? Ist der hier? Oh ja, wenn der hier ist, dann lass uns den doch mitnehmen. Ja. Jetzt alles eingesammelt? Ich glaube ja. Ach, jetzt weiß ich, was ich eben vergessen habe. Was denn? Umbenennen. Machen wir gleich. Irgendwas ist ja auch noch. Ach, wir müssen die Krokodile töten. Ja, auch. Also müssen wir nicht, aber sie lassen uns wenig Alternativen. Hast du das mit der Schatzsuche schon geklärt? Läuft gerade. Sollte mir die Krokodilsfarm ansehen. Finde Louis Versteck. Das hier. Hüpf. Es ist hier Louis. Oh. Das muss Louis sein. No, und da drin? Au! Gott. Bisch. Oh, no! Genau, die musste. Das ist Bia Fritz. Aua! Der Schlüssel zum Geheimversteck deines Freundes sein. Wie schade, dass du ihn gefressen hast. Wo die Liebe hinfällt. Stehst du die Tür zu Louis' Haus auf? Wo ist Louis' Haus? Genau. Das ist das da drüben. Carajo. Das ist eine Menge hungriger Krokodile. Da müssen wir eben hier durch. Bist du Klabberknarre? Ja. Aua. Da war noch irgendwo eins. Ich habe jetzt eine Waffe mit ein bisschen mehr Wumms. Voll gut. So, ihr habt die Tür hier aufgemacht? Ja. Danke schön, jetzt. Sehr lieb. Ja, ist alles im Preis mit drin. Das ist so eine Schwingenummer, glaube ich. Wir haben ja jetzt
Ja, wir haben den Schlüssel zu seinem Haus gefunden, ne? Da drüben. Genau. Und hier ist nämlich ein Enterhaken, ein Klettriger. Mhm. Ha, das war zu tief. Genau. Hüpf da mal rüber. Ich hab aufgemacht. Ich mach die Kiste auf. Ja. Ein neuer Tag, eine neue abgefuckte jaranische Liebesgeschichte. Genau. Hier ist noch Medizin. Das war's. Mehr ist hier nicht. So, Krokodilstränen hieß diese Aufgabe. Biene. Haben wir hier unseren Job erledigt für Philly? Ja. Cool, dann können wir ja jetzt quasi... Wir müssen noch dahin. Und das, wohin? Ich habe das gerade markiert. Ah ja, 732, 23, nicht so weit weg. Jedenfalls. Ja. Hüpf ins Wasser, Plutsch. Das gehört ja auch noch zu... Warte auf mir, wo bist du? Ach da. Das gehört ja auch noch zu dieser Daisy. Genau, das ist die Ölplattform, ne? Ja. Mhm, wir gleich gucken, dass wir ein Boot finden oder so. Lebt ihr noch? Nee, ich glaube, die haben wir alle über den Haufen geschossen. Ja, weil sonst beißen die. Hm? Mhm. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendein schwimmendes Gefährt finden. Kann man denn hier... Hm. Da ist zumindest ein Steg. Also nicht Steak, sondern Steg. Hm. Auf die Bohrinsel nach einem Kontrollraum suchen. Also zumindest ist hier eine Ölpumpe. Und irgendjemand spricht. Ja, hier ist irgendwie so ein Gelände. Da drin ist auch eine Kiste. Wollen wir die gerade mit einsammeln? Ja, können wir machen. Da ist ein Mensch. Hinter mir ist auch ein Mensch. Und los. Da. Und eine Vorratskiste. Alles. Ah, wir machen das jetzt alle. Also ich mach die FND-Kiste auf. Oh, und ich schnapp mir die Vorratskiste. Ich hab gleich die Vorratskiste. Super. Erledigt. Noch besser. Da wollte mich ein Hund beißen. Frech. Gut, Kuh ist ein Primo-Kleber. Ja, nice. Deswegen die Vorratskiste. So, ich komme wieder zu dir. Ja. Wir brauchen auch unbedingt noch ein paar, Flugabwehrstation wegen des Urans. Ja. Irgendwer galoppiert und... okay. Besorg uns ein Boot. Ich besorg uns ein Boot. Das finde ich gut. Ich sammle hier. Ich loote. Hallo, ist hier noch jemand? Sieht nicht so aus. Ein Bötchen besorgt. Ja, ich musste das gerade noch einmal reparieren. Ah, ich sehe dich. Alles klar. Ich bin hier vorne. Ja. Übrigens, warum hast du nicht dieses Boot genommen? Oh, das hatte ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Hüpf. Komm ran hier. Oh. Hüpf. Ja, bin da. Guck mal, wie das funktioniert. Oh, bin rein. Oh shit. Nein. Aber alles gut. Ich war gerade so stolz auf mich, dass das mit dem Rüberspringen geklappt hat. Egal, auf zur Ölplattform. Da, dahinter der Insel. Eine Insel. Mit zwei Meer. Und einem tiefenweiten Meer. Und viel Tunnels und Gleisen. Und dem Eisenbahnverkehr? Nee! Nee, das gibt wieder, sonst müssen wir es. Ja. Möchtest du nicht ans Geschütz? Fahr mal rechts den Außenturm an. Nee, wieso? Hier ist ja nichts zu schießen. Warte mal. Kann man von hier aus... Ja, da ist ein Gorilla-Zeichen dran. Guerilla-Zeichen dran. Hier ist eine Leiter. Genau.
das Geschütz da oben nicht. Da ist ein scharfer Schütze. Den würde ich aber von hier aus auch nicht machen wollen. Was hältst du davon? Machen wir Binocut aber erst, wenn wir den Dings gefunden haben, oder? Die ja. Aufgabe erledigt haben, diesen Kontrollraum mit den... Ja, und hier gibt es ja noch ein bisschen Zeug für uns. Ja, genau. Looten auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir brauchen den Kontrollraum. Ja. Ein bisschen was erledigen. Ich hör's. Es ist ein Puma! Ja, noch nie einen gesehen, oder was? Ich komm mal näher ran. Also, ich bitte den Puma mal näher ranzukommen.